So, ja, ich hoffe, ich habe vorhin auch noch ordentlich gespeichert. Einmal Quests. Hexeraufträge, doch, das sieht gut aus. Ja, die Schatzsuche-Quest mache ich jetzt nicht weiter. Nebenquests, fliegende Fäuste, Stufe 30. Da sind wir aber noch ein bisschen von entfernt. Harte Zeiten, das war das mit dem Brief, das wir immer noch nicht abgeben können, weil das irgendwie nicht funktioniert. Wir könnten ein Rennen reiten. Das würde gehen. Ich weiß auch nicht. Keinen Bock jetzt ein Rennen zu reiten. Nee. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ich mache die Hauptquest weiter jetzt. So, Vermisste, genau. Das machen wir jetzt weiter. Dafür müssen wir hier oben hin. Okay, dann schnappen wir uns mal ein Boot, würde ich sagen. Ich schnapp mir mal das Boot von hier unten oder reise ich schnell hin? Ne, ich reise da schnell hin. Hier ist ein Schnellreisepunkt, dann nutze ich den jetzt auch. Ich will mit der Quest gerne weitermachen. So, jetzt muss ich doch noch mal eben kurz gucken. Oh, ich bin ja gar nicht mal so nah dran am nächsten Schnellreisepunkt. Ah, das ist dann wohl dieser hier. War auch eine halbe Weltreise hierher zu kommen. So, einmal kurz hier. Was ist das? Ist das böse? How you like that silver? Wyvern. Not good. Oh, verzieh dich, du Wyvern. Wyvern hier ein. Oh, schweben kann er trotzdem noch. Guck mal. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, Plötze reite nicht weg. Wir haben Großes vor. Oh nein, die ist von deinem. Die ist von deinem Headset der linke Hörer abgebrochen. MacMaster, das tut mir leid. Das ist. Das ist ja blöde. Das ist blöd. Sowas ist mir zum Glück noch nicht passiert. Aber also die Dinger, die sind mittlerweile auch schon. Also die Dinger, die ich hier aufhabe, die sind mittlerweile auch schon relativ. Ich sag mal, bearbeitet. Also, die haben schon gelitten, die Dinger. Also, die trage ich auch eigentlich täglich. Von daher, die müssen auch ganz gut was abkönnen. Ja, ärgerlich, Mensch, ärgerlich. Das tut mir echt leid. So, triff Jennifer auf Hindersfjall. Wir sind auf Hindersfjall. Wir haben hier schönes Anschlagbrett. Das werde ich mir jetzt erstmal angucken. So, Besuch der Priesterin von der Freier. Priesterin der Freier, aha. Eine Woche vor Belletine wurden die Priesterin der Freier, werden die Priesterin der Freier das Dorf besuchen. Alle, die bei schlechter Gesundheit sind, von üblen Träumen geplagt werden. Schwangere Frauen und Frauen mit kranken Kindern können zum Haus des Jarls kommen, wo die Dienerin der Göttin die alle Hilfsbedürftigen gegen einen kleinen Obolus empfangen. So. Gandas Tod. Ich habe erst gelesen, Gandalfs Tod. Ganda, Sohn des Hakon, kam beim letzten Beutezug ums Leben. In seiner Brust steckten drei Pfeile, aber es gelang ihm, den Kopf des Bogenschützen mit bloßen Händen zu zerquetschen, bevor er seinen letzten Atemzug tat. Er liegt bereits in einem Grabhügel begraben, doch seine Seele feiert mit seinen Vorfahren.
Mhm. Er hebt ab und zu ein Glas zu seinen Ehren. Du Guter. Hilfe mit einem Schild. Mhm. Wer kann einen goldenen Drachen auf meinem Schild malen? Ich kenne da so einen, so einen Felstroll, der kann das. Ich habe da in einer der, ewig schon her, irgendeine Folge war das, da hatten wir einen Felstroll kennengelernt und der konnte extrem gut malen. So, als ich es selbst versucht habe, sah es eher nach einer Eidechse mit hervorstehenden Zähnen aus. Bursi. So, Auftrag Morwage, ich erkenne einen, was, ich erkenne einen Sohn nicht an? Mhm. Ich erkenne den Sohn nicht an, den meine Frau Eldrit zur Welt gebracht hat. Wer ihn aufnehmen möchte, kann vor dem nächsten Vollmond zu uns kommen. Danach werde ich ihn in den Bergen aussetzen. Alter, was ist denn los mit euch? Irgendwas stimmt doch nicht mit euch hier, Spinner. Auftrag. Morgvarg. Söhne und Töchter der Freier. Wieder ist ein Jahr vergangen, in dem Morgvarg in den Gärten der Göttin sein Unwesen getrieben hat. Wer den Mut hat, dieses böse Wesen zu erschlagen, wird unter den Sterblichen berühmt werden und die Gunst der Unsterblichen erringen. Und erhält außerdem eine Belohnung aus der Schatzkammer des Tempels, Schwester Josta. Gut, gut. Monster auf der Hauptstraße? Ich brachte einen Helden, einen Liebling der Götter. Oder einen Hexer. Ich brauche einen Helden, einen Liebling der Götter oder einen Hexer. So. Jemanden, der sich nicht fürchtet, der grässlichen Kreatur entgegenzutreten, die auf der Hauptstraße nach Larvik die Leute anfällt. Es wartet eine Belohnung. Ja, das ist auch das Mindeste. Wer den Tod nicht fürchtet und in Balladen besungen werden will, der komme zum Dorfältesten. Thorleif, Sohn von Bär Hauks. PS, Sverrel, du bleibst zu Hause. Du hast schon genug angerichtet. Okay, sehr geil. Du bleibst zu Hause, mein Freund. Du hast schon genug kaputt gemacht. Oh, alles abgeschlossen hier? Was ist das denn? Ich muss doch plündern. Zum Glück schlafen hier alle so tief und fest, dass ich die Häuser auch alle immer noch plündern kann, ey. Gott sei Dank. So, jetzt haben wir zwei Quests. Ne? Jetzt haben wir zwei Nebenquests, die ich ja eigentlich mal hier machen könnte. Nee, Gwind will ich doch gar nicht. Auftrag seltsame Bestie, genau, das klingt gut. Wo ist es? Auch direkt gleich hier. Gut. Was zur Hölle? Yeah, you're a watcher. What? Watcher? Greetings. Saw your notice. You're a watcher. Ah. And they said, where you hang on that, ain't no one else gonna hunt that beast. But I showed him. Mhm. Genau, was für Biest ist es denn? Any idea what kind of beast this is? Oh, you hear all sorts of things. The wenches clean the nets. Lather about costchays and manticores. But I reckon that's hogwash. We'd seek the council of Freya's priestesses, we would. But how can we when we can't get to the shrine? And nobody's gotten a glimpse of the beast? From a distance, even? Oh, they have. Right close. Closer than boot and strap. Soon after, their blood spattered the underbrush. Near from the start, no ordinary man could handle the beast. But Sverra insisted, mustered a crew, and only four came back. The rest massacred east of the village. So, will you help? Let's talk about my reward. You want a bargain? How would you count it? Height in hands at the withers, or... By species. Drowner's less than a cockatrice. Aha! Uh-huh. But we've no notion what prowls the high road. What do you say you cut it down and then we'll talk? Nein. Mm-mm. We pre-agree a price. Define a bonus for unforeseen risks. So, how much?
Das ist auch geil, ne? Arbeite doch erstmal für mich und dann reden wir über den Preis. Was? Bist du bescheuert, mein Freund, oder was ist hier los? Du hast wohl vom falschen Glas getrunken. Ach, have it your way. It's your neck on the line. I'll tend to the monster. Not your first, that's clear enough. Not like our lads. Heads full of fire, but not a morsel of thought between them. The four survivors, where'll I find them? Aim to talk to Sphera. Maybe it ain't a bad idea. They're sitting over there by that hut. Mean to go back to work at the mill? Back, 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 back. Der klingt lustig, der Typ. So, das benutzen wir mal hier, die Werkbank und auch den Hupala. Wo ist er denn, der Schleifstein? Hier war doch noch einer. Oder wie oder was? Nee, doch nicht. Nee, tatsächlich nicht. How can I be of service? In times like these, don't pay to save coins on weapons. Was anfertigen soll er uns nicht? Nee. Show me what you have. Ja, nur falls du dich übrigens wunderst, weswegen ich hier, der du das gerade bei YouTube sehen solltest, sich wundert, weswegen ich hier immer wild mit Leuten rede. Ich nehme das wieder als Stream heute auf, das Ganze. Das ist sozusagen ein Stream-Mitschnitt dann. Das ist aktuell so ein Test, den ich gerade heute mal mache und funktioniert bisher ganz gut. Nee, pass mal auf, hier reparieren. Der kann es doch den ganzen Mist mal eben reparieren. Dann können wir ihm nämlich auch den Schrott wieder verkaufen. Show me what you have. What? Was hat denn das Schwert gekostet zur Hölle? Alter, was habe ich ihm da für ein Schwert verkauft? Das muss ja schweineteuer gewesen sein. Tatsächlich. Krass. Na gut. So long. Dann ist das eben so. Sprich mit den Kriegern. Ja, das machen wir. Vagabond, Vagabond. Was Witcher? He'll tell you monsters don't set traps. What's the issue? You or anyone ever heard of a beast setting a wagon in the road, then waiting in ambush? They're too playing dumb for that, damn it. Dumb or no, they tore a few of our lads to shreds. And we ran like rats. They deserve to be buried. Really thought you could take on this monster on your own? We had to try. If we didn't, who would? Think Larvik's some kind of getaway for mutants? Witcher's stopping in every week? Willing to talk about it? Tell me what happened. Ask away. So wie sah es aus, der Scheißer. Zeig her. Mal mein Bild. Casper thought he saw something, but Krzyk did. It was huge. Its maw all blood smeared. Bugger gutted Ungi with one claw. Near spliced him in two. Gigantisch war es. Es war riesig. Das Kackmonster. Tell me where. Short way from here. Long the road to Lofoten. Saw a wagon crosswise the road near the woods. We barely got to it when something came rushing through the underbrush, and whoosh, blood spurted in my eyes. I wiped it away, looked, saw Einar lying dead. Da lag einer tot. Einer. Thanks. Ich dachte mal, einer schreibt man anders. Ah, Mann, ey, ich bin heute wieder witzig. So, finde den Überfallort. 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 Oh! Da wurde nämlich jemand überfallort. Upp, was ist das? Who are you? Why are you here? Could ask you the same. Places like this, usually home to necrophages alone. They're corpse eaters, aye. And they grow bolder by the day. Crawl out to attack the living. We'll kill them all. Clear the mine with our swords in our hands. Honor our fathers in doing so.
I'm a Witcher. Could go with you and help. And steal the glory due us? No chance. Glory won't do much for you if ghouls are gnawing on your bones. When you're thinking it, makes sense. All right. You lead the way then. Die haben eine Laterne vom Bauch hängen. Was ist das denn, Albernes? Die geht doch aus. So, warte mal. Pass mal auf. Oh, jetzt muss ich auf die beiden aufpassen. Na toll. Nekrophagenöl brauchen wir dafür. Nekrophagenöl. So. Einmal kurz meditieren ist auch nicht schlecht. Was ist das denn hier? Lauf nicht so weit, mein kleiner Freund. Ich muss hier erst noch plündern. In your face! Ah, es sind noch eine Mühle. Oh, die sind schon alle tot. Wie langweilig. Na gut. Ah, Gott sei Dank sind hier stehen geblieben. Gott sei Dank. Ganzen Pilze hier, die kann man alle prima gebrauchen. Ich könnte noch mal eben eine Runde Ründchen meditieren. Easy peasy. Last one. Drag the corpses outside. Burn them. Other ghouls don't scorn their cousin's corpses. Aye. True. It's good you came. Seems Freya watches over us to have let you here. We're grateful, and will be for long. Folk are generous with gratitude. Not so much with coin. Oh, aye. Sorry. Afterglow of the battle, we're still caught up. Damn, you slice them good. Here, for you. Thanks. Farewell. Und das, obwohl wir nicht vorher über eine Belohnung geredet haben. Bezahlen sie mich trotzdem. Das ist ja mal erstaunlich hier. Und andere reden über Belohnungen und bezahlen mich hinterher nicht. Das ist doch nicht dein Bier, oder? Ich gehe jetzt raus hier. Ich habe Großes vor heute. So. Oh, da ist ja noch eine Kiste. Wie komme ich denn da hin? So, gut, dann können wir jetzt mit der eigentlichen Quest mal weitermachen. Something really did tear him to pieces. Oh, aber nur ein bisschen. Das sieht doch noch gut aus. Ich weiß gar nicht, was er hat. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Not much left. Beast must have dragged the shredded body to the woods. Looks like blood, but red clay.
Necker warriors use this clay to mark their position in the pack. Creature leading the Neckers is sentient. Gotta be. Capable of setting traps at least. Ein Necker also, na gut. Nee, hier will ich hin. Wenn es ein Necker... Oh, was ist das für ein Schwert? Ah, gar nicht schlecht. Necker. Brauchen wir wieder dieses olle Ogroidenöl. Zack, zack. Ogroidenöl. Ogroide. Was? Hagubmann? Something really did tear him to pieces. So, wollen wir mal gucken. Here's the nest. So, das wird bestimmt lustig da drin. Ist das giftig hier, der Mist? Nee. Sieht nur so aus. Die klingen immer so lustig, die Viecher. Finally, the main nest. What now? Moinsen! Zack. Ab die Rübe. Wollte ich das machen, aber das bot sich jetzt irgendwie auch an, die um zu lasern hier mit dem Feuer. Guess I got company. Wow, was soll das denn? Viel effizienter, Leute, wenn ihr auf einmal angreifen würdet. Aber nein. Ach ja, was soll ich sagen? Ihr hättet ja auch lernen können, ne? Gute Nacht, McMaster. Beim nächsten Stream hoffentlich wieder dabei, würde mich freuen. So, ich sammle mal den ganzen Rotz hier auf. Das waren echt viele jetzt, ne? So, ja, ich werde jetzt auch nur noch diese Folge heute aufnehmen, also die noch zu Ende aufnehmen heute noch, denke mal, noch eine halbe Stunde oder sowas. Vielleicht auch ein bisschen länger. Und, Ugly bastard. Dann für heute auch Feierabend machen, da ich morgen mal wieder früh raus muss, sehr früh. Seems the Neckers have developed an immunity to the toxin. Now the poison protects their nest. Clever. So, und da sind wir auch schon wieder draußen, wa? Das, der Schutz mit dem Quenzeichen, das ist echt super. Muss ich sagen. Also,
Der hält jetzt mittlerweile sogar zwei Schläge aus, ne? Oder zwei leichte Schläge zumindest. Alter Mann, ich dachte, es wäre vielleicht ein Händler, aber nein. Pass mal auf, ich meditiere noch mal eine Runde. Ist das zwar eben aufgebraucht hier wieder, aber das kann ich mir direkt wiederholen hier. So, dann holen wir uns die Belohnung ab. So will you help them? Killed the beast that was troubling you. Merciful Freya, Horsten's finally dead. Now, Alter, hast du mich angespuckt? Tell us, was it a tough fight? Got any wounds need dressing? No, I'll be all right. Nothing new to the likes of you. Hard work, witcherin. All right, your reward. This here's for you. Thanks. So long. Was tragen die eigentlich für blöde Fäustlinge? Die sehen voll scheiße aus, die Jungs. Kaufmann! Ich würde gern mal was kaufen, Alter. Show me your... So, zeig hier. Kohle hat er, das ist gut. Hat er vielleicht einen besseren Sattel da? Nee. Irgendwie nicht so. So, das ist die Kohle auch schon wieder aufgebraucht. Großartig. So long. Naja. Egal. Geralt. Ich finde, die haben so eine geile Aussprache hier, die Leute. Das ist echt abgefahren. So. Wir hatten auch noch eine weitere Quest hier. Eine Nebenquest. Oder? Oder nicht? Im Wolfspelz, genau. Und das ist wo? Hier. Na komm, dann schnappen wir uns den Gaul. Move it. Oh. Uncle said folk on the continent got heads like that. Best place not worth shite of a weak arm swinging it, eh? So, und dann reiten wir da mal kurz hin. Wir haben ja... Wir sind schneller als das Reh. Krass. Hier sind doch Lager. Sind das vielleicht Banditenlager oder sind das Höhleneingänge einfach nur? Die Insel ist nämlich voll mit den Dingern hier. Achso, das war die Neckareingangshöhle. Hier und hier. Achso, nee, ist doch nicht voll. Sind nur die zwei. Dann habe ich mich da verguckt. Das müssen wir uns auf jeden Fall auch noch ansehen, aber jetzt gehen wir erstmal hier hin. Come on, Roach. Morgwag, was auch immer das für ein Viech sein soll. Ich bin gespannt. Oh, was ist das hier links? Oh, bewachter Schatz. Das klingt nach Geistern. Ich hoffe, ich habe da was von Ratiofarm dabei. Gegen die Viecher. So, zack. Geisteröl. Jetzt. Das war's? Okay. Ah, Manuskriptseite für Mondstaub. Wie cool. Die hatte mir noch gefehlt. Das ist geil. Pass mal auf, das will ich mal eben bauen. Ich hoffe, ich kann das bauen.
Das ist die, ich glaube, die letzte Bombe, die mir noch fehlt. Mondstaub. So, verbesserter Mondstaub habe ich natürlich auch schon. Und ich glaube, ich habe sogar noch mehr. Oder nicht? Überlegener Mondstaub, dafür brauche ich Nigredo. Das kann ich doch anfertigen, bestimmt. So, siehst du mal. Überlegener Mondstaub. Zack, und schon haben wir die Bombe. Perfekt. Da geht's nicht rein. Low-Pfoten. Alter, ich schalte die Pfoten voll low. Ich hab voll die Low-Pfoten. Scheiße. Ah, Mann, ey. Low-Pfoten. Das sagt mir irgendwie was. Ist das nicht wirklich ein Ort irgendwie? Wahrscheinlich schon, wa? Oh, ich glaube, ich sollte aufpassen mit dem Plündern hier. Nicht, dass ich irgendwie auf die Schnauze kriege von den Leuten. Also hier hätte echt mal einer aufräumen können. Wie sieht denn das aus hier drin? Ah, das ganze Gerumpel hier. Wie haben die denn den Wagen hier reinbekommen? Bitteschön. Doch nicht hier durch die Tür. Verrückt. So, hier geht's hin. Alter, hier liegt überall Gerumpel rum. Was ist denn das für ein Ort? Greetings. Can I have a word? I am here to serve pilgrims who have come to venerate the goddess. Mine's more an earthly matter. What is it? Word is, you've got a problem. Morkvarg, that's its name. Could tend to it for you. Do so, and you will greatly please the goddess. Das reicht aber nicht ganz. But coins what pleases me. You look the type. Fret not, I shall pay. But only if you rid us of Morkvarg, once and for all. There have been those who have killed Morkvarg, but a curse has brought him back each time. Notice I read didn't mention a curse. All who live here know of it. Could be, but I'm not from around here. Could use some information. Archpriestess Ulva cast the curse. It bound Morkvarg to the garden for all time. So even if he is killed, he returns there. Never heard of this Morkvarg. What is it exactly? Not what, who. The worst man Skellige has ever known. He held nothing sacred, raided the lands of his own clan, took gold from Nilfgaard, murdered women heavy with child, and children he... I know the type. They said he feared but one thing, albeit secretly, the wrath of the gods. Morkvarg decided to prove everyone, himself included, wrong. So he came to Hindisfjall to raid the goddess's garden. This was years ago. Archpriestess Ulva stood in his path. He stabbed her in the breast and cast her into the mud. As her blood gushed forth, she cursed Morkvarg, and he transformed into a monster. Ach, jetzt will ich... Never heard of this. Not... Darf ich dich was fragen? Ich dachte, da kommt noch was, und dann das... Archpriest. Ja, ist gut. Could you be more specific? Monster can mean a lot of things these days. Folk have been known to call me that. I'm afraid I cannot tell you more, for I've never seen him myself. But you might speak with Toradar's son, Einar. He saw Morkvarg and his men descend on the garden. He was the sole pilgrim to escape with his life that day. Settled in Larvik, you'll find him at the landing there. Provided he's not at sea. Mhm. Farewell.
Gut, gut. Aha, finde den Garten, in dem sich das Monster aufhält und sprich mit Torda über den Fluch. Das machen wir zuerst, auch wenn das weiter weg ist. Das könnte doch sehr nützlich sein, diese Information. So, Vollgasplätze. Wir haben keine Zeit. Dimwit, drop one more and I'll keelhaul you. Got a minute? Preparing my boat, can't you see? Nilfgaardian dogs were the hunter's son. Got bigger game in mind. Morkvarg. Ah, so them's your apples. All right, ask away. In praise of Freyr. You were there when Morkvarg raided the garden. Heard you alone survived. True. I managed to flee. Great Mother was looking out for me that day. Mm-hmm. Bet she didn't give a lick about the priestesses. Apparently. Morkvarg had them bound, then slit their throats like horses for the sacrifice. And he laughed. Understand? He laughed. But Archpriestess Ulver cursed him with her dying breath. You are beastly now. Remain so forevermore. Ich weiß nicht, ob das so praktisch war. What happened to Morkvarg? Hard to believe, but fur rose through his skin and his mug stretched forth into a muzzle like a dog's or a wolf's. He howled, long and grieving, then lunged at his men. They tried to run, but he was fast as lightning. As he killed them, clamped his jaws round their throats, they turned to ash, just like that. Ash that seeps from twixt his fangs. Not good. Curse must be complex, multi-leveled. Such is the Great Mother's power. Didn't help the priestesses. Why not? How could I? Alone against a dozen raiders that... Why are you staring? Just wondering. You people, obsessed with honor, courage, and so on. That you just cut and run? Strange. I ain't proud of it. Since that day, I've been seeking a worthy death at sea. Seems the goddess, she's not seen fit to summon me yet. Kommt schon noch. Ehe du dich versiehst. Goddess, guide your sword. Wissen wir jetzt, was das für ein Monster ist? Klingt ja schon irgendwie gefährlich. Oh. Plätze. Wir können ja zusammen reiten. Dann brauche ich nicht zu Fuß gehen. Das ist aber ein ordentliches Unwetter hier. Das habe ich so auch noch nicht erlebt in dem Spiel. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ah, das ist tatsächlich auch der Ort, den ich mir überlegt hatte, nochmal hinzugehen. A bite. Just one morsel. One. Peace. A crumb. Food. Food. Shank. Not again. Not again. Das ist schon scheiße, ne, mein Freund? Wärst mal nicht so ein Arschloch gewesen.
Verflucht ist er. Das heißt, ich bräuchte verfluchten Öl. Wo haben wir es denn? Ach, da haben wir es. So, verfluchten Öl. Abgeschlossen, na toll. Geschlossen. Stand da nicht, dass sie hier drin wäre oder das Viech? Nee, außerhalb, okay. Raus aus dem Gebiet will ich eigentlich nicht. Sonst muss ich erst wieder einen Weg reinfinden, sehr mühsam. Das will ich wenn möglich vermeiden. No bite marks. Morgfark doesn't need his victims. Strange. Wahrscheinlich kann er die nicht verdauen, so wie das gerade klang. Der muss sie mal ausspucken. Er will sie fressen, aber kann nicht. Blood. Lots of it. Deep wound must have been. Ist auch blöd, ne? Hast ein Steak vor dir liegen, kannst es nicht essen. Wie blöd ist das? Claw marks. Huge claws. Claw marks. Huge claws. Die Frage ist, wie kommen wir da jetzt rein? Blood. Human. Footprints. Light ones. Someone was being stealthy. Ah, okay. Jetzt kommen wir der Sache näher. Monster tracks. Running. Chasing something. Oh, das war das, wo ich gerade draußen stand, glaube ich. Fight happened here. Prints. Deep, spaced far apart. A runner. Human blood. Lots of it. Deep wound must have been. Human blood. Lots of it. Deep wound must have been. Claws. Really wanted to get inside. Desperate almost. Auch abgeschlossen. These prints should lead me to Kraven or his body. Alter. So, die Fußspuren haben wir. Da komme ich aber nicht rüber. Das heißt, ich muss irgendwie drumherum laufen. Also was hasse ich ja, ne? Wenn du da am Suchen bist nach irgendwelchen komischen Spuren hier und dann hast du einfach zu viele Spuren. Claws. Really wanted
to get inside. Desperate almost. So, da kommen wir natürlich nicht hoch. Jetzt auch nicht weiter. Ah, das ist der Wolf. Ich wundere mich die ganze Zeit lang, was das da auf der Balustrade ist. So, haben wir die wenigstens schon mal weggelatzt, die Kacker. Das hilft uns aber mit dem Morgquark trotzdem nicht weiter. Nicht wirklich jedenfalls. Ja, alle Wege führen in dieses Haus. Was auch der einzige Raum ist, wo ich reinkomme. Schaue ich mich hier nochmal eben um. Schlüssel benötigt, ja. Wir flammen einfach die ganze Scheißbude ab. Also hier geht's nicht weiter. Und unten ist ein Höhleneingang, ja. Oder ein unterirdischer Eingang. Claws. Really wanted to get inside. Desperate almost. Claws. Really wanted to get inside. Desperate almost. Blood. Lots of it. Deep wound must have been. Human blood. Lots of it. Deep wound must have been. Claw marks. Huge claws. Verrückt. Das Gebiet ist voll und trotzdem ist nichts. Another corpse. No bite marks here either. Und trotzdem ist dieser blöde Eingang nicht zu finden. Wie überaus lästig. Hier hat ein Kampf stattgefunden, das hat er gesagt. Und er meinte hier vorhin, dass ich den Spuren des Feiglings folgen soll. Was ich sehr gerne würde. Wenn ich denn hier reinkäme. Alles schon gesehen, alles schon gesehen. Muss man eben auf die Karte gucken, vielleicht erkennt man hier irgendwas, aber ist jetzt ja echt blöde, dass man hier so lange rumhampeln muss. Ja, nee, hier steht auch nichts weiter drin.
Dann schaue ich mich hier nochmal ein bisschen um. Früher oder später müssen wir das ja irgendwie, irgendwie finden. Wind's howling. Ja, das da war der Wind. Da sind Spuren, sehe ich gerade. Ja, aber hier waren wir ja auch schon. Soll ich jetzt dennoch hier mal runter? Ist das schon gar nicht so verkehrt hier? Gibt es da vielleicht irgendwie was, wo man runter durchtauchen kann? Wahrscheinlich beiße ich mich gleich total in den Arsch, weil das wieder ganz offensichtlich war und ich es einfach nur nicht gesehen habe. Oder ich komme hier nicht mehr raus, das könnte auch sein. Wäre nicht der erste Ort in dem Spiel. Okay, das Lager muss in der Nähe sein. So, die Spuren zeigen immer in diese Richtung. Das heißt, er ist in diese Richtung weitergegangen. Ah. Can't cross that. Gotta go down, provided I can open the sluice. Mechanism looks pretty standard. One lever to choose the sluice gate, the other to work it. Okay. Ah, okay, verstehe. Da komme ich nicht rüber. Okay, irgendwie tut sich da in der Mitte aber nichts. Ah, verstehe. Ich dachte, dass in der Mitte wäre auch noch was, aber offensichtlich nicht. The floodgates open, but nothing's happening. Schauen wir uns das mal an. Warum da nichts passiert? Hier ist zu, da ist zu. Da hinten strömt Wasser rein und trotzdem passiert nichts. Na gut. The floodgates open, but nothing's happening. Okay.
Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Kann man hier raus? Wenn ja, wo kommt man hin? Ah, man kommt raus aus dem Gebiet. Warte mal, wo führt er mich? Jetzt muss ich erstmal auf die Karte gucken. Wo führt er mich gerade hin? Ja, der führt mich wieder rein. Der Sack. Ich dachte gerade, das wäre was Sinnvolles. Was ist hier los? Was macht ihr denn hier? Hm. So, ich gehe mal wieder rein hier, dass das auf jeden Fall nicht richtig ist. Oh Mann, Geralt! Es taucht doch wieder auf. Ich hätte gern mal mit dem Entwickler gesprochen, der sich darum gekümmert hat, Geralt schwimmen zu lassen. Und ob er seinem Kind auch so Schwimmen beigebracht hat, weil dann säuft es nämlich leider ab. Geht gar nicht. The floodgates open, but nothing's happening. So, jetzt haben wir das. Ja, komm, ist gut. Okay, erstaunlicherweise geht das jetzt auf. Das ist neu, das war gerade noch nicht. Das sieht gut aus. Ah, ich bin gespannt. Something beyond it. Symbol of Freya. Aha. Was ist denn hier passiert, Alter? Untouched. No sign of feeding. Morkvarg doesn't devour his victims. Strange. It's back. It always grows back. Starting to envy you. Wish to hear a story? Nö, eigentlich nicht. Na komm, erzähl. If I have to, I'm all ears. Warriors came. They knew they could not kill me. So they laid a trap. Chained me down. Locked me in here. Know what I did? I bit my leg off to free myself. Every bite brought pain and howling. I vomited blood. Ach komm. Mm-hmm. Biting off your own limbs hurts. Who would have thunk? You don't understand. This was more. My mouth burned like swallowing fire. As if all inside me was torn. Felt I would die. But I did it. And then... Und dann?
ist nachgewachsen. I shredded them. Dash them to bits made tiny crumbs of those plowing heroes. Die Geschichte eine Moral. Genau, erwartest du Mitleid? Expect me to pity you. No, I want you to understand. You cannot kill me. Cannot stop me. I'll not be bound. Break any fetters. The curse. Free me, or I'll return to get you again. Ach, komm schon her. Jetzt. Willing to talk now? Only now can I. Such is the curse. Makes me bite, scratch, mangle, till I drop. You've got time before the blood's gone from me and I return. Listen carefully. Undo the curse. Free me. Finally, I will reward you. Gefällt dir das Wolf-Dasein nicht? Belohnen. Mentioned a reward of some kind. Looted. Raided. Drunk most away. All but one. True treasure. Hid away. Yours. Just help me. Ja, ist ja gut. Alter. So, no joy in being a werewolf? Nay. It's the worst. Not the garden to which I'm bound, even. But the hunger. Anything I devour returns to ash. Ash I cannot eat. I cannot drink, yet I bloody live and roam and prowl. Blöd, ne? The hunger is terrible. I bite my own flesh, but the smallest morsel burns my throat like boiling tar. Naja, komm. Everlasting hunger. Classic as curses go. Goes to explain why all those corpses went untouched. Help, or I'll return to shred you, rip you limb from limb. Das hat doch gerade schon nicht geklappt. Wie willst du das jetzt hinkriegen? See what I can do. See and do, or I shall return. Naja. Füttern. Was können wir ihm mal geben? Rohes Fleisch? Rohes Fleisch wird wohl reichen für den, wa? Rohes Fleisch und ein Bier kriegt er. See if we can do this the easy way.
Morkvarg, of my own free will, I offer you this fare. Now dig in. Won't turn to ash. Won't know until you try. Come on, a spoonful for Daddy. Fuck! This shite again! Dann halt das. Tiresome conversation. Not interested. What will you do? What a Witcher ought to. So, ist mir auch zu blöd jetzt mit dem hier. Zack. Werde den Werwolf im Garten los. Der wird jetzt wahrscheinlich da sein, wahrscheinlich etwas stärker als vorher. Das heißt, ich mache nochmal verfluchten Öl auf mein Schwert. Dann sollte das ja eigentlich klappen. Schade, ich dachte, ich komme vielleicht hier lang, aber irgendwie nicht. Footprints lead to the well and end there. Weiß nicht, ob ich da so rein kann. Finden wir es heraus. Of it. Deep wound must have been. Human blood. Okay. Lots of it. Deep wound must have been. Irgendwie sind wir nicht da, wo wir sein sollten, aber das macht nichts. Das sieht nämlich auch relativ vielversprechend hier aus. Eben kurz tauchen. Vielleicht geht es ja hier noch weiter, aber nö, doch nicht. Schade. Huch. So, aufgeschlossen. Jetzt sind wir hier. Wir sind sehr aufgeschlossen, genau. Claws. Really wanted to get inside. Desperate almost. Ach, schade, ich dachte, hier würde vielleicht noch ein Schlüssel liegen. Claw marks. Huge claws. Claw marks. Huge claws. Schade, hier ist leider kein weiterer Schlüssel drin. Ich hätte gedacht, dass vielleicht noch mehr hier ist. Dass der Typ vielleicht noch was hat. Ah, schade, aber nicht. Leider nicht. So, werde den Werwolf im Garten los? Wo soll er denn jetzt sein? Ist er jetzt hier, oder? Wow.
Will mal eben gucken, ob jetzt, ob ich das hier vielleicht jetzt auch aufgeschlossen bekomme. Ach scheiße, das ist so ätzend. Die Fußspuren gehen nur bis hier und dann ist Schicht. Und die Werwolfspuren gehen dann weiter und da sind wir aber auch schon überall gewesen. Brrr, blöd. Wundetalk, das ist von dem Wolf, den wir getötet haben. So, ich gehe nochmal ganz kurz hier hin. Schau mich hier nochmal um. Ich sollte vielleicht nochmal ins Questlog gucken. Vielleicht steht da noch was drin. Ist auch abgeschlossen. Macht aber nichts. Da brauchen wir nicht weiter. So, ich gucke nochmal ganz kurz in die Quest, das geht da so nicht. Da steht leider nichts Neues mehr drin. Wäre denn ein Werwolf im Garten los? Ja, jetzt haben wir den doch eigentlich schon getötet. War das vielleicht nicht vorgesehen, dass wir ihm erst helfen und dann doch nicht töten? Bugs will man ja nie ausschließen in diesem Spiel. So, die blöden Pflanzen habe ich gleich auch alle aufgesammelt. Claws. Really wanted to get inside. Desperate almost to blood. Really wanted to get inside. Deep wound. Desperate almost. Der ist hier in den Brunnen gesprungen, okay. Ich speichere mal ganz kurz und dann gehe ich hier nochmal rein. So, dann nutze ich mal den Katzentrank. Dann sehe ich vielleicht auch mehr hier drin. Vielleicht sehe ich einfach nur nicht alles. So, verbesserte Katze, verbesserter Donner nicht, goldener Pirol, den nehmen wir mal weg. Nee, hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Human blood, lots of it. Deep wound must have been. Human blood. Lots of it. Deep wound must have been. Human blood. Lots of it. Ja, das wissen wir jetzt langsam, Geralt, das wissen wir. Human blood. Lots of it. Deep wound must have been. Ja. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Mir gehen die Ideen aus.
Denn wir haben jetzt überall geguckt. Wir wissen jetzt eigentlich schon alles und haben alles gemacht. Von daher würde ich erstmal würde ich die Quest mal fast als verbuggt abschreiben. Ich werde mich dazu nochmal schlau machen, aber jetzt an dieser Stelle sehe ich gerade nicht, wie wir hier weiterkommen sollen. Really wanted to get inside. Desperate almost. Claws. Really wanted to get inside. Desperate almost. Ja, schade eigentlich. Ich habe ihn getötet und wahrscheinlich war das nicht richtig. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Oder ich sehe es gerade einfach nicht. Das kann natürlich auch sein, aber ich gehe gerade eher mal von einem Bug aus in dem Spiel. Vielleicht nicht weiter. Oh Mann, ey. Was lästig. The floodgates open, but nothing's happening. So, mach das erste doch nochmal bitte wieder auf. Danke. Perfekt. Ich möchte hier nämlich raus. Das macht jetzt so ehrlich gesagt keinen Sinn mehr an dieser Stelle. Ja, dann würde ich sagen, mache ich für heute Feierabend. Beende jetzt den Stream an dieser Stelle auch mal. Und ja, ich denke, ich werde das beim nächsten Mal wieder so machen. Wieder streamen und aufnehmen gleichzeitig. Das hat ganz gut funktioniert. Wie ich finde, und ja. Hoffe, dass du dann beim nächsten Mal auch wieder reinschaltest. Und, dass wir dann auch weiterkommen. Ich werde mich, wie gesagt, nochmal zu dieser Quest schlau machen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie daran liegt, dass wir ihm erst helfen wollten und dann nicht geholfen haben. Oder woran auch immer. Wir kriegen das schon noch raus. Also, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.